In der Nordsee kam ich wieder zu Bewusstsein. Mein Unglück war jedoch noch nicht vorbei. Wer ist da? Ich bin's. Wer bist du? Ich bin Erasmus von Rotterdam. Denker und Wissenschaftler. Sehr erfreut. Und wie heißt du? Seehunde haben keinen Namen, Erasmus von Rotterdam. Sag ruhig Erasmus zu mir. Wo sind wir denn hier? Siehst du das nicht? Wir sind im Bauch eines Wals. Ach so. Bist du sicher, dass du ein Denker bist? Natürlich bin ich das. Habe ich dich beleidigt? Nein. Also, mit was für Gedanken beschäftigst du dich? Ich habe gerade das hier beendet. Es ist eine Abhandlung über Europa. Und was hältst du davon? Das Europa der Kulturen und der Brüderlichkeit der Länder ist natürlich eine großartige Idee. Aber ich misstraue prinzipiell theoretischen Abhandlungen. Je mehr Zeit vergeht, desto öfter fällt mir auf, dass Theorien nicht immer mit der Wirklichkeit vereinbar sind. Die gemeinsame Währung zum Beispiel, sehr bequem für Reisende, das stimmt. Und klar, Europa würde international. Aber glaubst du, dass das einfach wird? Was passiert, wenn einige Länder mit den wirtschaftlich stärkeren Nachbarn nicht Schritt halten können? Käme es dann nicht zu einem Europa der zwei Geschwindigkeiten? Also eigentlich zwei Europas, ein reiches und ein armes? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Siehst du, was passiert mit denen, die ausgeschlossen werden? Darf jeder nach Europa reinkommen oder muss man das auf dem Schleichweg tun, wie bei einer exklusiven Party? Bauen wir eine Festung Europa, die mit Stacheldrahtzäunen gesichert wird? Erschaffen wir ein gelobtes Land und lassen andere Menschen auf dem Weg dahin verrecken? Vielleicht ist mein D-Europa nicht viel wert. Gut, das ist ein gutes Zeichen. Aha, warum? Weil gute Ideen auch Zweifel brauchen. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber ich finde dein Europa keine schlechte Idee. Es ist der richtige Weg. Wirklich? Ich wollte nur nicht, dass du dir was drauf einbildest. Dann... Also, ich steige hier aus. Seehund. Ja? Vielen Dank für das Gespräch.